Ja, hi, Konrad hier und liebe Grüße aus dem türkischen Belek. Ich bin hier im Trainingslager und auch wenn es hier noch nicht so nach Weihnachten oder Winter aussieht, das kommt doch rasant auf uns zu. Und um dem Winterspeck ein bisschen vorzubeugen, habe ich mir ein kleines Format für euch überlegt, das heißt Fit durch den Advent. Das heißt, wir werden an jedem Adventssonntag ein kleines Workout machen. Ihr braucht dazu eigentlich nichts, könnt alles zu Hause machen. Und mit dem ersten Part wollen wir jetzt beginnen, also let's go! Heute wollen wir uns zunächst um die Beinmuskulatur kümmern. Übung 1. Lunges oder Kniebeuge im Ausfallschritt. Dabei gestalten wir den Schritt so groß, dass möglichst überall in den Beinen ein rechter Winkel in den Gelenken herrscht. Beim Auflösen der Kniebeuge achten wir darauf, dass wir möglichst viel Bauchspannung haben, um in der Lendenwirbelsäule gerade zu bleiben. Und wir versuchen, möglichst gerade mit den Knien über den Füßen zu bleiben, das heißt, sie nicht zu weit über die Füße hinauszuschieben. Am besten auch hier 90 Grad. Übung 2. Sumo-Sprünge. Hierbei gehen wir wie ein Sumo-Ringer in die Hocke. Danach lösen wir die Hocke mit einem leichten Sprung in die Höhe auf. Wir tippen mit den Füßen kurz auf und wiederholen anschließend diese Bewegungsabfolge. Übung 3. Squats oder Kniebeuge. Hier achten wir auf einen Hüft- bis Schulterbreiten Stand und senken das Gesäß nach unten ab. Bis 90 Grad wäre der Idealfall. Wer kann und will, kann gerne auch tiefer gehen. Achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt und auch hier die Knie nicht über die Füße schieben. Die Arme können als Gegengewicht gerade nach vorne gestreckt werden. Übung Nummer 4. Wall Sit oder Wandsitz. Sucht euch hierfür ein Stück freie Wand, denn wir werden uns jetzt mit unserem Gewicht dagegen lehnen. Mit geradem Rücken setzen wir uns jetzt so an die Wand, dass jeweils im Hüft- und im Kniegelenk ein rechter Winkel herrscht. Ja, und in der Position werden wir dann auch erstmal eine ganze Weile verharren. Aber keine Sorge, die Oberschenkel fangen schon an zu brennen. Übung Nummer 5. Knieheber. Wir führen wechselseitig das gebeugte Bein im standvollen Körper und bauen mit dem gegenüberliegenden Arm Spannung auf. Dabei bleibt der Oberkörper aufrecht und die Hüfte kippt nicht ab. Ja, das war's auch schon für heute. Im Anschluss findet ihr die Übersicht des Programms, die ihr als Screenshot oder Bildschirmfoto speichern könnt, um beim Training alles auf einen Blick zu haben. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Sonntag zu Workout Nummer 2.